Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und ich bin gerade nicht im Büro, wie ihr sehen und hören könnt, sondern hier vor der Tür vom Home24 Outlet in Köln. Vielen, vielen Dank an einen unserer Zuschauer, der mir hier den Tipp gegeben hat, hier mal nach Möbeln für unsere neue Airbnb-Wohnung zu suchen. Das werde ich jetzt gleich tun, nehme euch mal mit rein. Die Frage, warum sollte man das machen, ist für mich relativ klar und schnell beantwortet. Zum einen gibt es hier ziemlich große Rabatte, also zwischen 30% und 80% Rabatt auf den Originalpreis, was es mal online gekostet hat. Denn das sind hier teilweise Retouren, Fotomuster, Lagerüberbestände und so weiter, die hier wirklich günstig rausgehauen werden. Und der zweite große Vorteil ist natürlich, dass es hier alles schon aufgebaut ist. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Sonst haben wir immer extra Leute, die angeheuert werden, um Möbel aufzubauen. Hier ist das Ganze schon gemacht. Das heißt, ich spare Geld und noch Zeit und muss mich weniger um solche Sachen kümmern. Finde ich persönlich super. Und der dritte große Vorteil ist, es ist sofort verfügbar. Gerade bei Möbeln sollte man meinen, dass das recht schnell geht. Aber in vielen Fällen dauert zum Beispiel die Bestellung eines neuen Sofas auch mal ganz gerne 8 bis 10 Wochen. Und wir brauchen die Sachen in der Regel relativ zeitnah. Man kann die Sachen hier wirklich direkt mitnehmen, das, was einem gefällt, unter den Arm schnappen, ins Auto legen und losfahren. Und das möchte ich heute hier tun und nehme ich einfach mal mit, was wir so für Sachen finden für unsere neue Wohnung und vor allem auch, wie viel man hier sparen kann. Sparen ist übrigens noch ein gutes Stichwort. Ich habe vor dem Dreh natürlich hier die Damen und Herren kontaktiert und gefragt, ob ich hier drinnen drehen darf. Das ist ja nicht immer überall so einfach möglich. Und tatsächlich haben sie gesagt, ja, kommt gerne vorbei. Und es gibt sogar noch einen Gutscheincode für euch Zuschauer hier unten drunter. Ich bekomme den gleichen Rabatt letzten Endes. Das sind 5% auf alles, was ihr hier drinnen nochmal seht. Es gibt gleichzeitig auch immer wieder verschiedene Aktionen. Jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuer komplett geschenkt, beziehungsweise einen entsprechenden Rabatt. Und das wechselt auch regelmäßig. Das heißt, hier gibt es immer wieder verschiedene Aktionen. Schaut gerne mal vorbei, auch wenn ihr keine Airbnb-Wohnung ausstatten möchtet. Lohnt sich das in jedem Fall, hier einfach mal reinzuschauen. Ich würde sagen, lass uns gar nicht lange drum herum labern, sondern einfach mal reingehen. Ich suche mir jetzt mal jemanden, der mir hier weiterhelfen kann, um ein paar Möbel zu kaufen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Ich bin natürlich mal direkt reingegangen, habe mir sofort eine Expertin gesucht, die mir jetzt dabei hilft, die Wohnung auszustatten. Das kann man hier im Haus übrigens einmal im Showroom machen, also wo wirklich am PC mit einer 3D-Planung gearbeitet wird, man die einzelnen Produkte sich auch ansehen kann, verschiedene Stoffmuster testen kann und so weiter. Aber ich bin ja hier auf der Suche nach Schnäppchen und deswegen eher im Outlet-Bereich unterwegs. Und deswegen schon mal vielen, vielen Dank, dass du mir einfach einen Teil von eurem Sortiment hier zeigen kannst, was zu unserer Wohnung passt. Sehr gerne und hallo. Ja, genau, das möchte ich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Meine erste Frage ist, wir bräuchten natürlich ein Sofa für das Wohnzimmer. Mhm. Bei uns ist wichtig, dass das zum einen natürlich so ein Industrial-Stil hier passen sollte, also Farben wie schwarz, anthrazit, grau, das wäre ganz gut. Es sollte ein bisschen robuster sein, pflegeleicht, weil nicht jeder Gast sieht natürlich mal sehr gerne damit um. Ja. Und wichtig ist für uns, dass es ein Schlafsofa ist, weil das einfach ein weiterer Schlafplatz ist, den wir vermieten können sozusagen. Na, da haben wir doch auf jeden Fall was für dich oder eure Wohnung. Ne? Mhm. Wir können auf jeden Fall jede Menge Industrial zeigen und wir haben auch auf jeden Fall einige Schlafsofas. Alles klar. Schauen wir uns auch direkt mal das erste hier um die Ecke an. Mhm. Und genau, das ist ein Schlafsofa Daru, also beziehungsweise ein Ex-Sofa, was man als Schlafsofa dann umfunktionieren kann. Genau, hat auch versteckte Füße im Rückenbereich, sodass man gar nicht im ersten Moment vermutet, dass es tatsächlich ein Schlafsofa ist. Okay. Ja, das ist jetzt genau hier das schöne Schlafsofa Daru oder Ex-Sofa Daru. Hat vorher mal 559 Euro gekostet und ist bei uns jetzt ein tatsächlich richtig guter Schnapper für 339 Euro nur noch. Ja, okay. Genau. Ja, ein kleiner Makel ist dran und zwar fehlt auf der Liegefläche hier vorne ein Knopf. Das ist aber bei uns gar kein Thema. Also wir haben in der Werkstatt immer wieder Knöpfe, die halt auch mal los waren auf dem Sofa, die dann aber so von Kunden gekauft worden sind. Aber das ist kein Thema. Wir kriegen die Knöpfe auf jeden Fall wieder dran genäht, wenn man das dann gerne hätte. Okay. Auf jeden Fall. Super. Das passt auf jeden Fall in unser Preisbudget, Namen und auch so in die Vorstellung. Was ich mir vorgestellt habe, das Umklappen ist dann... Genau, man klappt das einfach mal kurz nach vorne. Hinten im Rücken hat man dann nochmal einen Reißverschluss, wo man dann den Fuß vom Rücken quasi raushebeln kann, um dann halt auch genau die passende Stabilität vom Sofa bzw. für das Schlaferlebnis zu haben. Ne? Okay, den Tisch finde ich persönlich auch ziemlich cool. Ja, jetzt auch im Industrial-Style auf jeden Fall. Es ist bei uns eine A-Ware. Die waren also vorher noch nie beim Kunden zu Hause. Ganz genau. Okay. Ist also auch Bonus dran, wurde so vom Online-Shop zu uns hin geschickt und bei uns erst das erste Mal wirklich rausgebracht. Okay, super, dann schaue ich auch mal drauf. Ja, sehr gerne. Okay, also 119 Euro statt 229,90 Euro. Absolut.
finde ich ziemlich gut und würde ich auch gerne in den virtuellen Warenkorb packen. Ja, sehr gerne. Ja, machen wir doch super. Einfach mal. Und das Sofa auch? Ja, legen wir dich beide. Dann legen wir das doch erstmal hier so drauf und wir schauen dann gleich nochmal, dass wir es fix machen. Ne? Gut, alles klar. Dann haben wir die Wohnzimmerecke schon relativ gut abgedeckt. Was wir noch bräuchten, wäre auf jeden Fall ein Bett. Da haben wir die Besonderheit oder besondere Herausforderung, das ist unter der Dachschräge auf so einer Empore und wir können keine hohe Aufbauhöhe dort zumachen. Ja. Also wir müssen uns entscheiden, entweder ein höheres Bett, was dann schmaler ist oder etwas breiteres. Ich persönlich würde eher ein breiteres gerne nehmen, weil wir einfach dann zum einen der Gäste unterbringen können, aber das ist wirklich der schönste Schlafplatz in der ganzen Wohnung, finde ich persönlich. Ja, der muss natürlich auch optimal eingerichtet sein. Genau. Da finden wir auf jeden Fall was. Wir haben absolut für jeden Geschmack auch was dabei, nur ob es die höhere Kopflehne ist, das schmalere Bett ist oder ob es gar keine Kopflehne tatsächlich gibt. Ne? Also wir haben wirklich alles dabei. Ja, okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Sehr gerne. Dann gehen wir doch mal los. Eine weitere Sache, die wir brauchen, ist natürlich noch eine Essgruppe, ein Essplatz. Wie schon in einem der letzten Videos gesagt, achten wir immer darauf, dass es auch möglich ist, daran zu arbeiten. Das heißt, runde Tische kommen eher weniger zum Einsatz, sondern wenn man davor sitzt zum Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen länger, dann macht natürlich ein rechteckiger Tisch ein bisschen mehr Sinn. Ich habe jetzt vorhin in der Ausstellung diesen hier entdeckt. Ich denke, das passt ganz gut in diesen Stil. Ich würde ihn auch sofort für zu Hause verwenden. Vielleicht kannst du mir da noch kurz was zu sagen. Absolut. Ja, sieht auf jeden Fall ein richtig schönes Modell aus. Das ist unser wunderbar und wirklich immer gefragter Esstischkappler. Hat eine Größe von 1,60 Meter. Das ist Akazienholz, verhüllt. Genau, erkennst du an dem Fußbein auf jeden Fall, dass das so im Industrial-Stil ist. Ja. Bei dem Modell bekommt man jetzt auf jeden Fall zwei Stühle dazwischen, zwischen die Fußbeine. Wir haben den auch nochmal in 1,60 Meter. Da wird das dann immer schon mal ein bisschen schwieriger, mit zwei Stühlen zwischen den Fußbeinen zu setzen, weil da halt einfach die Fußbeine näher aneinander liegen bei dem 1,60er Modell. Und dann kriegt man dann eventuell eigentlich schon noch vier Stühle an den Tisch an. Hier in dem Fall sind es jetzt aber sechs. Okay, super. Ja, bei uns wird er auch mit der kurzen Seite an der Wand stehen. Das heißt, das wäre schon super, wenn das so passt. Ja. Ich gucke gleich nochmal in die Aufzeichnung, wie da die Abmessungen sind im Essbereich. Die habe ich nicht mehr auswendig im Kopf. Für den Fall, dass der jetzt ein bisschen zu hochwickelt ist, ein bisschen zu groß, gibt es noch was, vielleicht was ein bisschen filigraner ist? Absolut. Da haben wir nochmal die Wurzelserie. Die ist auch tatsächlich aus Akazienholz. Und auch da ist immer wieder schön das Metall, was da total zum Vorschein kommt. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Modell da, was ich dir gerne zeigen würde. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den mal an. Und dann ganz genau, sehr gerne. Preislich vielleicht nochmal. Achso, ja, preislich. Genau, 330 Euro ist der Normalpreis, 230 Euro der reduzierte Preis. Also auf jeden Fall schon mal sehr günstig. Ja. Genau, vielleicht können wir schon mal einen Reservierungsschritt drauf machen. Das machen wir doch jetzt gleich sofort. So, jetzt sind wir hier beim Esstisch Wurzen angekommen. Du wolltest ja ein etwas schmaleres, ein etwas filigraneres Design haben. Haben wir jetzt tatsächlich hier und es ist dennoch immer noch das Industrial Design. Ja, hier ist der Fuß, eigentlich schon komplett erbrochen, aber das Metall ist sehr dünn gehalten und auch die Holzplatte, es ist auch eine helle Akazie. Würde ich sagen, 1,5 Zentimeter dick. Genau. Die Länge habe ich dir ja schon beschrieben, 1,60 Meter. Und die Tiefe ist tatsächlich 1 Meter. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall jede Menge Platz, um auf jeden Fall auch den Laptop abzustellen, daran zu arbeiten, gleichzeitig aber auch daran zu essen. Der unschlagbare Preis vom Outlet hier bei uns für 249 Euro anstatt 350 Euro. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ich entscheide mich noch zwischen dem einen und diesem hier, aber ich finde beide Varianten echt schön. Ja, passt, auf jeden Fall. Das eine hat so schön die Baumkante, der eine Tisch, und der hier ist halt so viel filigraner und aber doch irgendwie. Ja, passt trotzdem gut rein. Ihr könnt ja auch noch drunter schreiben, welchen ihr genommen hättet. Ihr seht dann ja am Ende, welcher das bei uns geworden ist. Dann brauche ich noch irgendwas, wo wir den TV draufstellen können. Also irgendwie, es muss nicht unbedingt ein TV-Unterschrank sein, es kann auch ein Regal sein oder eigentlich ein Beistelltisch oder irgendwas anderes. Irgendwas, was man auch vielleicht ein bisschen umfunktionieren kann, ne? Genau. Was ein bisschen kreativer ist. Genau. Wir haben auch nicht viele Geräte, die man da reinstellen muss. Es ist wirklich nur der Fernseher mit ungefähr 20 cm Tiefe vom Fuß her. Wenn ihr da was habt, was auch zu dieser Serie passt oder in diese Richtung geht, da finden wir auf jeden Fall was. So, also du sagtest ja gerade eben, dass du gerne für eure Empore noch eine schöne Schlafgelegenheit brauchst, also dass das Kopfteil vom Bett nicht ganz so hoch ist oder dass dann im Umkehrschluss nicht ganz so breit ist, das Bett. Ne? Hier haben wir eigentlich die perfekte Lösung für dich. Ein Toilettenbett, so wie das ja auch momentan so ein bisschen im Style drin ist, ne? Dass du tatsächlich
eher auf schon vorhandene Materialien auch wieder zurückgreift. Ne? Ja, da hätten wir hier dann die optimale Lösung. Es war kein Kopfschal, es hat, naja, es ist wie eine Palette halt angeordnet. Ja. Einfach, da braucht man, da spart man sich ja auch eigentlich schon das Lappen raus, ne? Weil man ja eh die Bretter so liegen hat, einfach die Matratze drauf und einen schönen Schlafplatz hast du dir dann quasi da oben eingerichtet. Ne? Sehr gemütlich. Ja. Das passt, das ist auf jeden Fall für zwei Personen. Die müssen sich natürlich gerne haben, 1,40 Meter Breite, ja. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Preis her auch in Ordnung, 189 Euro war das vorher, jetzt 99, also das würde ich auch gerne direkt mitnehmen. Ja, sehr gerne, da stellen wir genau Preis sofort für Kopfschild drauf und dann machen wir das gleich am Ende mit der Verkaufsabwicklung. Alles klar, perfekt. Super. Vielen Dank. So, ja, dann sagtest du, du brauchst ja noch was für den Fernseher. Ich habe hier um die Ecke gesehen, dass wir tatsächlich. Naja, es war vielleicht mal für was anderes gedacht, aber ich schätze, dass du so kreativ bist und da auf jeden Fall einen Fernsehtisch drauf basteln könntest. Schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal hier um die Ecke. Mhm. Wir haben mal was ganz Nettes gefunden. Okay. Das wäre doch hier sowas. Also ich meine, das kann man zwar auch als Schreibtisch nutzen, aber hier passt ja auf jeden Fall auch ein Fernseher drauf. Das ist eine ganz optimale Höhe, wenn man nicht viel verstauen muss, wie ein DVD-Player, wenn das überhaupt noch aktuell ist, tatsächlich, ja. Ja, der Plattenspieler würde hier gut hinpassen, wobei die sind ja, glaube ich, wieder im Trend. Ja, die sind wieder im Trend. Aber genau, nee, dann kann ich ja hier mein Kassettendeck hinstellen und daneben den Fernseher. Nein, Spaß beiseite, das sieht richtig gut aus. Wir haben ja, wie gesagt, keine Tiefe von dem Fernseher, also es ist ein Flatscreen, wenig Kabel und Zubehör. Also das würde hier auf jeden Fall passen. Ja, auf den restlichen Sachen. Hat mal 64 Euro gekostet und kostet bei uns jetzt noch 39 Euro. Ja, alles klar, dann würde ich das direkt aufs Bett legen und mit. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Dann sind wir hier auch flexibel. Ganz kurz vorgespult, die Wohnung ist jetzt fertig, wie ihr seht. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Ich führe euch hier gleich mal ein bisschen per Video rum. Unser Fotoshooting ist gerade durch. Insgesamt muss man sagen, dass sich die Fahrt zum Hau24 Outlet definitiv gelohnt hat. Wir haben, wie ich finde, sehr schöne Möbel bekommen zum günstigen und vernünftigen Preis. Mit dem riesen Vorteil, dass sie bereits aufgebaut waren. Das war für uns eine riesen Zeitersparnis, sodass ich das definitiv nochmal machen werde für die nächsten Wohnungen. Der einzige Wermutstropfen oder kleinere Nachteil ist, dass die Dichte der Outlets noch nicht so hoch ist. Es gibt derzeit 5 Stück über ganz Deutschland verteilt. Ich packe euch mal einen Link unten drunter, wo ihr die alle sehen könnt. Das ist für uns ein bisschen nachteilig, weil wir natürlich genau in der Mitte wohnen und so ein bisschen die Qual der Wahl haben, zu welchem Standort wir letzten Endes fahren. Da gibt es andere Ketten, die schon ein bisschen dichter sind, aber das ist nun mal so. Und das Los unseres Standorts, vielleicht wohnst du ja selber näher dran. Falls das so ist und du noch mal vorbeischauen möchtest, findest du, wie gesagt, einen Gutscheincode hier unten drunter, in dem du 5% Rabatt nochmal auf die reduzierten Preise bekommst, sodass sich da nochmal richtig schöne Ersparnisse ergeben. Das war es jetzt von meiner Seite erstmal. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Einrichten eurer privaten oder geschäftlichen Wohnung, wie auch immer ihr das machen möchtet. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich fertig mit der Welt und freue mich drauf, mich erstmal eine Runde hinzulegen. Bis bald!